Kontogebühren und die Überweisungsgebühren werden jetzt demnächst erhöht. Was sagen Sie dazu? Ja, wenn sie erhöht werden, dann kann ich nichts dazu sagen. Dann ist es gesetzlich, oder wie? Oder ist das für die Sparkasse? Für die Sparkassen, damit die halt mehr verdienen. Ja, da kann ich nichts ändern. Tut mir leid. Kann man nicht verstehen, warum die Kontogebühren, warum das gemacht wird. Das lässt sich nicht nachvollziehen. Sind ja nicht nur die Kontogebühren, die Überweisungsgebühren sollen ja jetzt auch noch eingeführt werden. Ja, also ich kann dazu weiter nichts sagen. Es lässt sich nicht verstehen. Man kann es nicht verstehen. Ich finde, die Bankgebühren sind Gift für diese Menschen, die schon umsichtig viel zu bezahlen haben, und diejenigen, die auch ihr Konto gezwungen werden zu überziehen, und die bezahlen erhöhte Überziehungszinsen, die sehr ungerecht und aggressiv sind, dann muss er eigentlich so bleiben, dass die Kontogebühren die so bleiben, wie die sind bei manchen Banken, die jetzt für diejenigen, die höhere Gehälter haben, kostenlos, und für diejenigen, die Geringverdiener sind, soll absolut nicht die Kontogebühren angehoben werden. Ja, finde ich nicht so gut, weil man kriegt ja sowieso von seinem Konto schon nicht mehr viel, und dadurch, dass sie jetzt noch die Girokontos kostenpflichtig machen wollen. Naja, Online-Banking ist ja das Einzige, was noch einigermaßen rentabel ist, sprich, das ist doch nichts, wo noch nicht so viele Extrakosten auf einen zukommen. Es ist schon ein bisschen teuer für uns. Also ich bin hier seit 4 Jahren und es wird echt ein Problem für uns, also als Ausländer. Wir leben eben im Kapitalismus und da geht es ums Geld, und die Banken versuchen so weit wie möglich Geld einzutreiben, und die machen das eben so. Ich weiß nicht, ist das gesetzlich so legal oder nicht, aber ich finde das schon happig. Also das ist 1,50 ist schon, ich weiß nicht, wie die Preise vorher waren. Ich auch nicht, mache Online-Banking. Online-Banking, ja, also mit Überweisungen, wenn ich überweise, habe ich bis jetzt nie so, aber 1,50 ist zu viel, würde ich sagen. Es ist schlecht. Ich war mal früher bei einer, darf man sagen, welche Bank man mal war? Bei der Postbank, und die war sehr teuer, muss man dazu sagen. Ja. Aber wie gesagt, bei unserer Bank steht das nicht zur Debatte, also das wissen wir schon. Aber man weiß ja nicht, was nochmal kommt. Ne? Schlecht ist es. Zinsen kriegt man keine mehr? Ja, das ist mal ganz scheiße. Das geht mal gar nicht. Na, also ich habe da nicht so viel mit zu tun. Ich bin da nicht so betroffen von. Eher Mama und Papa, aber ist auf jeden Fall nicht gut. Ne? Blöd. Und warum? Naja, wir können ja nichts dazu, dass die Zinsen auf Null gegangen sind. Ist ja nicht unser Problem. Warum sollen wir jetzt ausgerechnet dafür gerade stehen? Damit die Banken wieder mehr Rendite machen. Ja. Also ich finde es blöd. Die Kontogebühren werden erhöht. Was ist Ihre Meinung dazu? Nein, bin ich dagegen natürlich. Und wieso? Weil die Gebühren schon hoch genug sind. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht darüber, ehrlich gesagt. Wenn Sie jetzt mal so darüber nachdenken? So spontan. Ich weiß nicht, auf welchem Grund die das erhöhen wollen, ehrlich gesagt. Ich höre das jetzt zum ersten Mal. Jetzt wissen Sie es. Und wenn Sie das jetzt so hören, dann was denken Sie darüber? So spontan. Gut ist es nicht. Ja, ich auch so. Cool ist es nicht. Ja, es gibt Dinge, die muss man so hinnehmen. Sag ich mal so, kann man sich ja eigentlich nicht wehren, ne, oder? Nicht wirklich. Nicht wirklich, ne? Nicht, dass ich wüsste. Ne, also. Schade. Dann muss man eben die Kontogebühren mit bezahlen. Ne? Das ist Schweinerei. Ja, das ist eine Schweinerei, ist das. Zusätzlich sollen ja auch noch die Kontogebühren erhöht werden auf 10 Euro. Weiß ich. Habe ich alles schon gelesen. Was eine Frechheit ist das. Was glauben Sie, warum machen Sie das? Abzocken, mehr ist das nicht. Dankeschön. Bitte.